Hallo Leute, kommt zu einem Let's Play Supercard und ja, wir öffnen jetzt ein PvP-Belohnung. Eier. Oder Liga Points, 3 Momentum Slots. Und ein Platin-Liga-Pack. Okay. So gehen wir hier drauf, Momentum Slot, dann fügen wir natürlich ein paar Stormen hinzu. Jetzt gehen wir auf Belohnung, auf Ligashop und für ja, 100.000 Euro-Ticket ist schon mal ohne Neon auch. Oh, John Cena! Das ist ein Pro. Pro Class, ne? Hatte ich noch gar nicht auf Gothic. Ich habe dann noch auf meinem Zweit-Account auf dem Laptop mein meine PvP-Belohnung und John Cena ist ein Pro. Weil hier ist der. Tja, jetzt kann ich John Cena Player wenn und dann Pro. Nice. Mal locken. Extender Wolf dürfte glaube ich reichen. Nee, reicht nicht. Gut, dann machen wir 18 weg. Den guten hier rein. PvP-Belohnung nehme ich dann auch auf. Das ist sogar das interessantere Pack dann, weil dann kommt Nesha da draus. Mann, weil wenn ich gewinne, krieg ich meine Shadow. Also weil mein Team mit mir gewinnt. Bei Dings kriegen wir ne Dings. Wie soll ich euch sagen? Wenn wir ein bisschen mehr von 30 werden, wäre es halt nicht garantiert, aber jetzt halt schon garantiert. Okay. Wo ist jetzt ein zweiter John Cena hin? Ah, den Emperor. Auf Charisma. Und habe. So. Den brauche ich dann später. Brauche ich jetzt noch für euch, weil da gibt es schön noch fürs Katalog im Katalog paar Punkte und die brauche ich jetzt. Dann kann ich auch später zum Leveln benutzen. Oder Fusionskammer. Na, jetzt gehen wir wieder auf allgemein. Ach, Leute. Ich zeige euch mal, wo ich meine Karten immer playlogge. Ich tue einfach hier zwei Karten raus.
John Cena ist so schon einer der besten Neon-Karten. Weiß zwar nicht, wie gut das Neon Pro ist, aber der ist ganz schön gut. Glaube ich zumindest. Und ja, dann werde ich mich weiter ins Playleveln setzen, weil den werde ich ganz gut in manchen Decks kann man den. Wäre ich ihn gut gebrauchen. Zwar vielleicht nicht im Top 8 Deck, aber. Oder im Bordeck. Beiden. Bei Wumble kommt er rein. Mein Ding The Bang kommt da rein. Waterglow kommt auch noch rein. Macht er ein paar. Kommt noch ein Grafikprobeck hier. Hier würde er mich aber wahrscheinlich noch nicht am besten mal auf den 3-Springer-Karte Eventkarte spielen kann. Und hier weiß ich noch nicht, ob ich Eventkarte spiele. Und hier bringt man mich vor, lass mich es nicht. Weiß ich noch nicht. Kommt halt drauf an, wie gut der Eisenhirn Pro ist. Und ja, dann würde ich sagen, ciao Leute, wir sehen uns dann beim Team Battleground Pack Video.